Herzlich willkommen zu einer Folge Karte von Thüringen. Zwei, Zeitpunkt um. Die Zeitpunkt 1 soll mal kommen. Wann genau, weiß ich auch nicht. Es gibt um hier kleinere Schönheitsfehler. Futter war hier bei den Schweinen oder bei den Kühen oder so. Im Grunde Kleinigkeiten. Man muss nur halt so suchen, ne? Aber da ist er bei und das wird auch getestet noch und das dauert halt ein bisschen. Und man hat ja noch ein Privatleben, ne? Also man muss Geduld haben. Wir können arbeiten, wir können hier spielen, wir können zocken. Soll man zufrieden sein. Das geht schon. Tja, was machen wir hier für eine Frucht rein? Machen wir Gras? Und machen wir hier groß Silageballen? Mit drei Fahrzeugen pressen? Oder, ja, Getreide geht nicht. Wir hätten noch Angebot Raps. Oder Soja. Rüben und dergleichen. Nee, nee. Das ist eine Folge wie jetzt hier wie Mais als Silage. Sonnenblumen geht noch. Wie gesagt, oder Gras. Gras ginge auch. Gras können wir noch im Wiesenjahr aussehen, aber Sonnenblumen dergleichen. Erst im nächsten Jahr im Frühling. Ja, das muss dann leider noch einen halben Meter fahren, ne? Ja, das habe ich gedacht. Ja. Künstliche Intelligenzzeiten, nur das zu dem Thema. Was die ja groß entwickeln wollen. KI. Selbstständig denken, das können die Gerätschaften nicht, das kannst du vergessen. Das kriegen die nicht in der Reihe. Die können nur die Richtung einhalten, die praktisch vorgegeben wurde. Also mehr geht bei den Maschinen nicht oder bei den Computern. Ja, so, jetzt machen wir Mais, ne? Dritte Folge vom letzten. Kommt noch zwei. Wenn ich den Zeitplan im Kopf habe, okay. Format übrigens, ne, gibt es ja auch, ne? Jetzt muss ich das Bein mit Beinschuhbewegung Gas geben. Da geht er nur 9 km/h. Oh, ist voll! Dass wir sie dicht bei haben. Ne? Also schon richtig entschieden für richtige Silo. Und her kann man das Silage kann man dann beruhigt zum BGA fahren, weil das ist aufgebraucht. Das geht dauert ziemlich lange. Und da kann man das locker. So. Steigen die das ein bisschen weit weg zum Drücken. Also und beide Hände frei haben. So den leer kriegen, damit sie ein bisschen weniger Gas gehen, dass er nicht zu viel zum Schluss hat. Und warum kriegt er das nicht hin? Er müsste nur 6 km/h fahren.
Oder habe ich auf Feld 40 eingestellt habe, ist relativ schnell. Das kann auch sein. Und wir brauchen längere Silos, ne? Dann wäre das kein Thema, dann würde es gehen. Aber letztendlich würde er irgendwo stehen bleiben, dann würde er auch noch schnell abkippen, das ist bei ihm grün. Oh, das Silo kriegen wir voll. Viel Spaß. Der zweite ist auch noch anfangen. Prost. Stimme wird mir gemüht. Aber das Lenkverhalten ist nicht so wie im Euro-Taximeter. Das kann man, das habe ich mal so neulich festgestellt. Ich habe mal ganz kurz gespielt habe und gleich in den Stau reingekommen bin. Wette Polizei die Abfahrt in Rostock ab Richtung Lübeck. Naja, ich denke mir nichts bei, ne? Fährst du mal rum? Fährst du weiter? Dafür stand ich da vor mir Hubschrauber. Notdienst oder so, was da war, ne? Keine Ahnung. Unfall. Spät. Ja, stand ich da. Also, ne, jetzt hörst du auf zu spielen. Ich war schon spät nachts, also. Passiert. So dunkel, ne? Wahnsinn, minus 34.000. Das sind die Lohnkosten und die Mietkosten. Ja, die stündlichen Mietkosten, das ist es auch noch. Das sind ja die mehrere Fahrzeuge, ne? Also, wenn wir nochmal Silage machen, müssen wir dann entsprechend die Fahrzeuge schon mal haben. Also muss schon mal vormerken, den Maishäcksler kann man auf jeden Fall schon mal vordenken, vorplanen. Und einen Radnagel brauchen wir so oder so. Wenn wir das Geld verdienen über Silage, kommt aber zusammen, können wir dann entsprechende Fahrzeuge kaufen. Hänger kann man auch kaufen, das sicherlich, die kann man auch bauen, ne? Wo wir haben Grashammelwagen da. Na, wollen wir noch weiterfahren? Was fällt das hier? Ist das nicht anders als Licht? So. Was vor uns, ne? Aber mit Kursplänen schon mal in den Kreis gefahren und schon mal nicht schlecht. Weil der kann ja durchs Acker fahren und da passiert nichts. Gut, ich könnte es auch, müsste ich da ausmachen. Aber ich möchte ja so realitätsnah wie möglich spielen. Wie möglich. Was ich jetzt nicht mache, ist mit Autolot hier, mit Holz und so. Ja, dann ist mit Holz auch nichts mehr. Dafür sind irgendwie, ich weiß nicht, Bucky oder keine Ahnung, das ist noch nicht richtig optimal, ne? Also. Und dran denken, wir müssen dann morgen auch die Kühe noch versorgen, ne? Bevor wir dann morgen nicht unbedingt. Aber übermorgen. So, Strang I fahren. Wir könnten jetzt mal andersrum fahren. Mal zurückfahren. Dann können wir da verdichten. Und mein Geras da haben wir auch, also Gülle.
Wäre mal eine Möglichkeit, Dünger rauszubringen. Acker okay, mit Gülle. Muss schon mal zusammenkommen sein. Der mal durch den Nachbaracker fahren, ne? Ja, Zeit 10. Ja, morgen Montag, ne? Ja. Warum wird kein Stress sein? Hoffe ich jedenfalls. Aber die Zeit geht kaum noch nicht lange vorbei. Das ist mein Eindruck. Gefühlsmäßig geht die Zeit. Schneller. Was machen wir da? Mit der Sonne. Ja. Weil ich die eigene Traktoren genommen habe. Aber gut. Aber der Radler hat sich bezahlt gemacht, da hat man schon beteiligen können. Mit Schiebeschild und so, da funktioniert irgendwie nicht. Weil dann kannst du hochstellen oder runterstellen, und wenn man jetzt über den Häcksel gut, dann ich kann automatisch diese Wellen rein. Und mit jeder Welle, die man hat, die wird die Kuhle größer. Und irgendwann kommt sie nicht mehr durchgefahren. Dann nutzt die beste Silo, weil es auch nichts, weil die auch kein so leicht ist dafür. Mal schauen, was da an Mods gibt in Zukunft, ob wir da nehmen könnten. Ansonsten sehe ich da schwieriger, ne? Ich habe mir so einen Verteiler mal gesehen auf dem Video. Wenn man vorne anbaut und dann wird es entsprechend vorne gleich verteilt. Auch nicht schlecht. Aber jetzt ziehen wir ganz gerne die Geräte vor, die es auch in Wirklichkeit gibt. Wenn ich leicht spielen will, dann kann ich auch cheaten, ne? Also dann ist das irgendwo dann auch nicht mehr realistisch, sag mal so. Mit zwei Fahrzeugen, die fahren, das stelle ich mir absolut unmöglich vor. Wäre eigentlich logisch mit bei der Größe, aber ich kann mir gar nicht verteilen. Man könnte es mal probieren. Sich mal noch ein Ding zu holen, ein 900 oder sowas. Oder einen anderen Hexer noch, so wie es da gibt. Zum Krone zum Beispiel. Da sind ja die Profis dafür. Obwohl das, glaube ich, in LS, glaube ich, egal ist, welche Firma er nimmt. Da. Die werden sie alle nichts nehmen. Die Grundtechnik ist die gleiche. Die extra Mühe und die Kleinigkeiten werden sie nicht machen. Also das wird, glaube ich, nicht. Das gibt's, glaube ich, gar nicht. Traktor ist ein Traktor, ohne von Glas heißt oder von 900 oder so. Das ist völlig wurscht. Das Fahrverhalten, das wird überwiegend gleich sein. Lange Nacht.
Wird noch mal. Weil wir können ja auch einen Teil als Mais, als Körnermais ernten, also so ist ja nicht, ne? Das ist ja noch nicht zum Körnermais noch nicht reif. Da ist es noch nicht so reif. Von daher könnte man es noch stehen lassen. Und wenn hier die Dinger kommen, hier, unser Hafer, unsere Weizen, unsere Gerste, was da kommt, dann hat das Vorrang, wenn es trocken ist. Aktuell ist es feucht. Taunässer, wie es heißt. Beim Häcksel ist es nicht so tragisch. Ich weiß nicht, warum Cosplay immer unbedingt in der Frucht fahren will, das weiß ich nicht. Oder es haut noch nicht so hin. Obwohl, ich kriege das nicht in der Reihe, das unterscheiden. Zum Beispiel Häcksler und Drescher. Beim Drescher sind noch im Grunde. Weil egal, sind auch nicht, aber die sind fahren nicht halt nicht parallel, ne? Die fahren nicht bei Himmel voll ist, ne? Ja, was ich jetzt aktuell mache, ist ja so, das kann ich auch einstellen. Könnte ich, ja. Da will er unbedingt. Ja gut, da will ich wohin. Fahr sie nur wo. Der Drescher fahren, ne? Also nächstes Jahr wird kein Mais gemacht. Seine verdienen so viel Geld, dass wir noch einen Acker kaufen können, wo wir im Prinzip noch Mais machen könnten. Ne? Wäre eine Überlegung wert. Einen Acker kaufen und dann Mais drauf machen, ja? 13, ne? Drüben die 40 und 49, das oder 59, da wäre auch noch so eine Möglichkeit. Nun weiß ich aktuell nicht, was drauf ist, aber ansonsten wäre das eine Option. Wenn hier so viel Geld rüberkommt, ne? Na, leer machen sollst du das. Geht so viel besser. Nach und nach verteilen. So, mal ganz kurz hochsteigen. So, liebe Joy, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüchtern in den Winkel. Wir machen dann gleich weiter. Ich sag mal, bis dann, ne? Tschüss.